Herzlich willkommen zu Emmys Green Mart. Guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend. Hallo YouTube, hier ist der Nils. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir spielen eine Runde Emmys Green Mart. Wenn ihr die anderen Folgen sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Gebt uns hier wie Emmy einen Daumen nach oben. Drückt die Glocke. Und wir haben natürlich außer Emmys Green Mart noch andere Spiele im Angebot. CSGO, Rocket League, Euro Truck Simulator, OMSI 2, Spyro der kleine süße Drache oder YouTubers Live. Einfach mal reinschauen. Und wir haben hier den vierten Tag geschafft mit 290 verdienten Münzen. Wir konnten den Rekord nicht brechen, aber wir gehen mal zum nächsten Tag, zu Tag Nummer 5. Schön hier die Pflanze, ne? Ja, für alle, die neu sind, Emmy, das ist die junge, fleißige Dame hier, die hat einen Supermarkt, einen Bio-Supermarkt, der sich folgendermaßen aufteilt. Hier unten haben wir die entsprechenden Bio-Waren, wie zum Beispiel Bio-Karotten, Bio-Äpfel, die zwei Sachen sind noch nicht freigeschalten. Dann haben wir hier den Palettenplatz, ja, da mache ich momentan zweimal rot, einmal grün, einmal blau, weil wir haben hier unten 4 Plätze frei. Und da wird dann im roten Bereich das Biobrot aufgefüllt. Wir haben hier das Biomehl. Wir haben hier dann einmal die Bio-Vollmilch. Und was haben wir noch? Das Spielzeug müssen wir noch auffüllen. Wenn die Karotten fertig sind, das heißt, wenn sie voll ausgewachsen sind, in Saft stehen, dann werden die hier eingefüllt. Äpfel werden hier eingefüllt. Und dann können wir hier so ein Sandwich machen, das aus entsprechenden Möhren und Brot besteht. Das haben wir hier. Bio-Möhren, Bio-Brot. Wir haben hier neben dem Gärtner René noch den Peter, der hier sauber machen muss. Wenn es nämlich nicht sauber ist, gibt es entsprechende Minuspunkte, weil die Kunden unzufrieden sind. Wir haben hier Max, den Korbjungen, der hier für die Körbe zuständig ist, dass immer genügend Körbe da sind. Das ist eine sehr wichtige Sache. Gerade wenn ihr mal in Rewe guckt, wenn da die Körbe weg sind, dann schimpfen die Kunden. Wir haben Rosa, die Rentnerin, die hier an der Kasse steht, die manchmal einschläft, nicht immer, aber manchmal oder oft einschläft. Und wir haben hier noch den Gerd, dessen Name mir immer entfällt. Er ist Security Man hier, ehemaliger Berufssoldat in der deutschen Bundeswehr und hier zuständig für Security. Er hat hier auch entsprechend eine Security-Überwachungskamera. Wir haben den wichtigsten Gast vergessen hier, nämlich Pfötchen. Das ist hier die Katze. Das ist Napoleon Cäsar Pfötchen. Und er ist zuständig dafür, wenn es mal nicht so läuft, dass die Kunden hier nicht ausrasten, dann beruhigt er diese wieder. Er hat also einen beruhigenden Faktor. Gut, dazugekommen ist, wie ich hier sehe, nichts mehr. Wir haben also hier immer noch immerhin 4 Tische. 5 war das vorher auch schon da. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Habt ihr aufgepasst? War das beim letzten Tag auch schon hier gestanden? Ist eine Bank. Ist ja klasse. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Wow. Das ist überhaupt eine ganz coole Sache. So Bänke innen reinmachen. Ich weiß noch, in Karstadt gab es unten mal vor vielen, vielen Jahren Möglichkeiten, sich hinzusetzen. Da haben sich die Leute hingesetzt. Und das ist toll, weil die Leute sollen sich ja wie zu Hause fühlen. Und dann kann man sich hier auch einfach mal ein bisschen hinsetzen. So, spielen wir mal eine Runde. So, wir pflanzen mal an. Einmal rot, grün, blau. Rot, grün, rot, blau. Katze muss versorgt werden. Napoleon muss versorgt werden. Oh, die Äpfel gehen aber schnell hier. So, da kann sie hier schon die Äpfel aufnehmen. Ah, das passt zeitlich sehr gut. Die Karotten noch aufnehmen. Dann kannst du die hier gleich auffüllen. Das ist prima. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Zweimal rot, grün, blau. Oh, jetzt habe ich vergessen, dass er einpflanzen soll. Das kostet Zeit. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da kann man gleich hier das hier machen. Nämlich das
Sandwich, den Sandwich Maker hier machen. Rosa muss bedienen. Eine Berühmtheit kommt. Dann machen wir hier schnell das hier und das hier und das hier und das hier. Und dann gehen wir hier zur Berühmtheit. Es passt. Du kannst ein bisschen sauber machen. Ich habe nicht aufgepasst, aber ich habe, glaube ich, voriges Mal einen entsprechenden Promi verloren. Jetzt sehe ich den Wagen nicht. Ja, das war jetzt doof, aber ist egal. Machen wir es so an die Kasse. Passt, du kannst wieder einpflanzen. So, wir brauchen zweimal das, einmal das, einmal das. Du kannst sauber machen. Kasse. Das haben wir aber Glück gehabt. So, da können wir anrufen. Da machen wir hier das Rote und das Blaue voll. Katze muss bedient werden. Wichtig ist, dass man nicht stehen bleibt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, dann füllen wir hier mal. Was füllen wir denn auf? Ja, bleiben wir bloß gar nichts. Können wir machen. Ja. Alles voll. Doch, den Automaten können wir machen. Siehste? Siehste? Das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hat es denn drauf? Die Äpfel hat sie drauf. Dann kannst du zweimal rot, grün, blau nehmen. Dann holt sie sich das hier wieder. Kannst es sauber machen. Closed ist das schon. Nur eine Berühmtheit gewesen. Sondern können wir mal hier das auffüllen. Alles, was wir haben. Na, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Leute. Fünfter Tag. Was haben wir denn als erstes? Okay. Das schreibe ich mir mal auf. 343. Das gilt es jetzt zu schlagen. Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Das bedeutet zurück zum Menü. Das bedeutet in den nächsten Tag reingehen. Und wir wollen ja das Ganze wiederholen. Darum gehen wir hier auf Wiederholen. So, jetzt, meine Damen und Herren, muss ich mich anstrengen. Jetzt muss ich mich anstrengen. Ich bin sehr gespannt. Zweimal rot, grün, blau. Rot, grün, rot, blau. Ja. Dann können wir hier schon mal anrufen. So, dann lassen wir hier die Katze machen. Da müssen wir ein bisschen... So, dann machen wir hier schon einmal den Apfel. Nochmal den Apfel. Das ist jetzt immer so ein Zeitpunkt, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Ob ich erst zu die Äpfel... Ja, gehen wir erst zu die Äpfel. Dann zu die Karotten. Genau. Peter muss sauber machen. Stopp. Den können wir noch mitnehmen. Hier, da müssen wir her, da müssen wir her. Da müssen wir her. Das passt soweit. Okay. Anpflanzen, 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 anpflanzen. Rosa muss kassieren. Die Katze hat man noch nicht. Ein junges Mädchen. Eine Berühmtheit ist da. Angepflanzt hat er. So, jetzt weiß ich nicht, wo sie ist. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Okay, da müssen wir jetzt die Berühmtheit machen. Das ist alles nichts. Und dann zweimal rot, grün, blau, Äpfel, Äpfel, Karotten. Oh, jetzt wird's knapp. Das braucht sie gar nicht. Warte mal. Ja, ist egal. Ist egal. Dann macht sie jetzt die Äpfel, die Karotten. Dann das Brot. Das hier, das hier, das hier. Er macht sauber. Sie geht an die Kasse. Der... entsprechende Korbjunge muss hier, weil vorsorgen. So, jetzt ist alles wieder aufgefüllt. Das schaut schon mal richtig, richtig gut aus. Karotten sind voll. Die Äpfel, wo sind die hier? Die sind hier. Das passt. Wird nichts zu tun, ne? Okay, dann macht sie halt. Wo ist der? Ja. Den hier. Peter muss sauber machen. Dann holt sie sich hier wieder Karotten. Oh, jetzt haben wir das Brot vergessen. Seht ihr? Ich sag's ja, jetzt haben wir das Brot vergessen. Okay. Machen wir das Brot.
René muss wieder. Ach, das kann man abwählen. Das ist ja cool. So, was haben wir hier noch? Rot, rot, blau. Grün haben wir noch. Dann holt sie sich jetzt die Äpfel haben wir hier, die Karotten haben wir hier. Grün haben wir hier, rot, rot, blau, grün. Er kann sauber machen. Ja, das war's, meine Damen und Herren. Dann lassen wir die hier abkassieren. 343, haben wir das geschlagen? Nein. 346, das ist cool. Komm, nochmal. Muss noch mehr gehen. Da muss noch mehr gehen. Da muss noch mehr gehen. Da muss noch mehr gehen. Es ist fast nicht machbar. Das ist fast nicht machbar. Zweimal rot, grün, blau. Anpflanzen, 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 anpflanzen. Sauber machen. Das kannst du ja jetzt auch schon auffüllen. Du musst ja nicht immer warten, bis er kommt. Ja, richtig. Das vergesse ich immer. Ja, komm, mach doch. Was hat sie denn gemacht? Rot, rot, blau, grün. Ja, da haben wir schon verloren. Da haben wir schon verloren. Das war's schon. Weil das hat uns jetzt alles gekostet. Okay. Dann noch kurz warten. Ach, das geht. Okay, dann die Karotten, die Äpfel. So. Die geht noch ein bisschen rum. Er kann sauber machen. Was hat sie unten drin? Gar nichts. Zweimal das, zweimal das, zweimal das. Oben hat sie im Wagen leider immer nicht so schlecht sehen. Einmal das und okay, da hat er nicht eingeräumt. Das ist übel. Eingepflanzt man ihn natürlich. Aber das kriegen wir alles hin. Was hat sie auf dem Wagen? Kann ich leider nicht sehen. Rot, rot, grün, blau. Wässern, sauber machen, kassieren. Cowboy muss hier gucken, dass es weitergeht. Ja, meine Damen und Herren. Das wird schon, das wird schon. Viel Stress. Schädlingsalarm. So, wo ist Ihr Wagen? Ich sehe den Wagen nicht. Ja, nee, du machst hier einmal die Möhren. Dann zweimal das, das, das. Er kann einpflanzen, René. Ja, das läuft doch eigentlich ganz gut. Das läuft doch eigentlich ganz gut. So, die Äpfel, das hier, das Brot. Rot, blau. Dann kann sie einmal Äpfel, einmal Möhren. Die Kasse, er kann sauber machen. 269, das schaffen wir auf keinen Fall. Das schaffen wir auf keinen Fall. So, was hat sie hier? Ich sehe immer nicht, was sie auf dem Wagen hat. Das ist immer ganz mies. Rot. Das hier. Anpflanzen bitte, die Kasse. Sauber ist es noch. Den Futternapf kann sie mal voll machen. 349. Wow. Wow. Ja. Gibt's ja nicht. Eine 43, 46, 49. Eine stetige Steigerung. Meine Damen und Herren, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Abonniert unseren Kanal. Drückt die Glocke. Schreibt einen Kommentar. Schau die anderen Videos an. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Euer Nils. Ciao.